Ich grüße euch zurück hier bei Fallout New Vegas. Wir waren dabei, nach der Wahrheit bzw. nach der Richtigkeit der Berichte zu fragen. Hallo, liebe Hallo. Kudlow. Ja. Ich muss die Richtigkeit Ihres Berichts über Großkarne mit den Todeskrallen bestätigen. Sie müssen sich irren. Ich habe keinen derartigen Bericht geschrieben. Abgerichtete Todeskrallen? An sowas würde ich mich erinnern. Wenn jemand sowas behauptet, dann lügt er. Ich will nicht, dass mein Name wegen eines Verwaltungsfehlers mit der Sache in Verbindung gebracht wird. Lenk hat mir ihre Geschichte erzählt. Oh. Ja, sehr traurig. Es ging lange das Gerücht um, dass sie bei den Rangern rausfliegt. Vor allem seit das Spielen und die Trinkerei angefangen haben. Das hier ist ihre letzte Chance. Und bis jetzt macht sie sich nicht sonderlich. Lenk ist ständig schreckhaft. Das macht die anderen ganz verrückt. Okay, auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. Ja, die Großkarne werden wir später sowieso noch kennenlernen. Okay, der Bericht war schon mal eine Lüge. Dann gehen wir noch zur Ranger-Station Delta. Ja, in Forlorn Hope kriegen wir überwiegend diese, ich sag mal, ja, Ranger-Station-Quests. Hört sich blöd an, aber ihr wisst, was ich Hallo. meine. Hallo. Sehr höflich. Wir haben großen Hunger und ich glaube nichts zu essen. Eine Brockblume, die scheinbar nichts bringt. Ah, sehr schön. Hallo, Parson oder Machen Sie Payson. keine plötzlichen Bewegungen und wir kommen gut miteinander klar. Was wollen Sie? Ja, sie haben einen Bericht abgeschickt, dass eine RNK-Patrouille durch Supermutanten ausgelöscht wurde. Nein, habe ich nicht. Solchen Blödsinn hört man vielleicht von Besoffenen auf dem Strip, aber nicht von mir. Die Legion hat keine Supermutanten. Die Patrouille wurde durch ihre eigene Inkompetenz ausgelöscht. Ein paar Soldaten haben mit einer Granate rumgespielt, die dabei in die Luft ging. Okay, was tun Sie denn hier draußen? Wir behalten den Fluss im Auge und halten Ausschau nach möglichen Querungen. Die Legion schickt gerne Infiltrationsteams in kleinen Booten rüber. Okay, auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Wir eben meinen Schreibtischstuhl ein bisschen runter machen. So. Okay, das war schon mal eine interessante Information. Also auch wieder ein falscher Bericht. Ranger Station Alpha. Ja, so können wir das nach und nach abplappern. Ihr merkt schon, hinter den Berichten steckt nicht so viel, aber ich meine, abgerichtete Todeskrallen, das kennen wir nur von der. Das kennen wir nur von der Enklave. Aloha. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, Sergeant Rice hat mich geschickt. Sie wundert sich über den hohen Verlust an diesem Posten. Hohe Verluste? Wir hatten einen gebrochenen Knöchel, aber es gab keine Toten an diesem Posten. Vielleicht lügen sie, um die Moral aufrechtzuerhalten. Ja, Rice Informationen sagen etwas anderes, oder Race? Alle Verwundungen, Erkrankungen und Todesfälle werden per Funk an das Ranger-Hauptquartier in Camp Golf durchgegeben. Chief Hanlon und seine Leute stellen die Berichte zusammen und teilen nach Bedarf Verstärkung zu. Hier ist kein Bedarf. Wie konnte sich Race irren? Es gibt noch andere Ranger-Posten in der Nähe. Vielleicht hat Reese die Berichte durcheinander gebracht. Vielleicht lügen sie ja auch. Dann zählen Sie verdammt nochmal nach. Jeder ist genau da, wo er sein sollte. Okay. Reese hat sich bei den Zahlen vertan. Mehr steckt nicht dahinter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also sind es falsche Informationen. Ja, aber wo kommen die denn bitte her? Irgendetwas stimmt doch da nicht. Naja, wir sind hier, um dem auf die Sprünge zu gehen. Jetzt mache ich meinen Schreibtischstuhl doch wieder höher. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Ist ja Sie ein hatten komischer keine Ahnung, Spawnpunkt wen hier, das direkt hier vor dem ist. Zelt. Naja, wir gehen rein und reden mit unserer guten Funkerin. Willkommen zurück. Ja, die an Golfcamp, an Camp Golf geschickten Berichte der Ranger passen nicht zu denen, die sie erhalten haben. Ich wusste es. Alle falschen Berichte wurden von Chief Hanlon bei Camp Golf unterzeichnet. Aber warum sollte der Chief die Berichte fälschen? Sie müssen alle unsere Ergebnisse Chief Hanlon vorlegen und ihn zur Rede stellen. Ich will das nicht öffentlich machen, wenn es nicht sein muss. Okay. Scheint so eine Art Finale zu sein. Wo ist denn das?
Camp Golf, da ist es ja. Bei Camp Golf gibt es auch noch einige Sachen zu erledigen für uns, aber ich würde mich dem lieber erst etwas später zuwenden. Wir haben noch ein Add-on und noch eine Menge an hauptstory-technischen Sachen. Daher würde ich mich am liebsten erstmal einer der anderen Sachen zuwenden. Ich möchte gerne noch etwas essen und zwar noch ein bisschen von dieser Frucht, da mir der Hunger nicht so gut bekommt. Hier gibt es auch noch einige Aufgaben für uns zu erledigen. Hier bei der alten Ferienvilla war das, glaube ich, ein alter Erholungsort. Ich bin mir nicht ganz sicher. Den die Ranger auf jeden Fall gut für sich hier in Beschlag genommen haben. Wir sind immer noch verkrüppelt. Wir brauchen mal einen Arzt oder eine Arzttasche. Hi. Hi. Wie trocken er es gesagt hat. Hoi. Genial. Dahin ist der Hoover-Staudamm. Es müsste nur ein einziger Ranger auf die Einschienenbahn aufpassen. Der braucht auch nicht viel Futter und würde es trotzdem hinkriegen. Tja, dann stellt doch euren einen Ranger dahin, wenn ihr denkt, dass es so erfolgreich ist. Hä? Ist der verbuggt oder? Warum wurde mir da unten ein Strich als Person markiert, wenn der doch offensichtlich hier drin sein soll? Nein, der ist draußen. Hä? Hä? Ach, das hier war mal eine Golfanlage. Das ist hier äußerst interessant. Aber trotzdem verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, warum. Der ist bestimmt hier oben drüber. Mit dieser Art Balkon oder was auch immer hier draußen vor der Tür liegt. Tatsächlich. Im Westen sieht man nicht viele davon. Sehen, meine ich. Natürlich oder künstlich. Man sieht beides nicht oft. Wir haben die Dämme vernachlässigt oder das Wasser schon lange abgepumpt. Owens, Isabella, der St. Louis. Vom Grundwasser ist nichts mehr übrig. Gibt nur noch Schlamm und Staub. Es fühlt sich anders an, wenn die Sonne über Wasser aufgeht. Muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber wenn man lange genug hier ist, dann kommt es einem normal vor. Das ist heutzutage das Leben eines Rangers. Nach Osten schauen. Sie müssen der Kurier sein, von dem alle reden. Hab über Funk gehört, dass ihnen jemand in Good Springs übel mitgespielt hat. Die Mojave brennt den Menschen das Gute aus, aber sie scheinen der RNK wohlgesonnen zu sein. Wissen wir zu schätzen. Was kann ich für sie tun? Ja, wir wollen nochmal den Nagel auf den Kopf hauen. Ich untersuche für Technical Sergeant Reyes einige Probleme mit der Aufklärung. Interessant, dass sie versucht, jemand anderem die Lösung des Problems aufzubürden. Aber ich nehme an, dass sie hier richtig sind. Hier kommen eine Menge Informationen durch. Wie wird die Aufklärung koordiniert? Das System ist einfach, wenn es funktioniert. Patrouillen teilen Ranger-Stationen per Funk Informationen mit. Kommunikationsranger schicken die Informationen die Senderkette hoch, bis sie Camp Golf erreichen. Dann organisieren ich oder einer der diensthabenden Ranger die Daten. Sie werden ausgewertet und an Lager oder Soldaten im Feld geschickt. Warum schicken die Ranger-Stationen die Daten nicht direkt an die Soldaten? Kommunikationsranger haben möglicherweise nur ein unvollständiges Bild der Lage. Da draußen passiert eine Menge. Informationen müssen durch Golf koordiniert werden, damit wir entsprechend auswerten und beraten können. Soldaten haben schon genug am Hals. Sie sollen nicht auch noch ihre Informationen in Frage stellen müssen. Wissen Sie irgendetwas über die Probleme?
Ich kenne Technical Sergeant Reese nicht. Aber die Koordination von Informationen kann kompliziert werden. Vermischte Dinge, verwirrte Leute. Sogar ich blicke manchmal nicht durch. Und ich mache das schon lange. Was er oder sie als Problem betrachtet, kann ebenso gut ganz normal sein. Das heißt nicht, dass Reese sich unnötig Sorgen macht. Aber hier draußen bekommt man nur allzu leicht Sand in die Augen. Können Sie mir irgendeinen Rat geben? Naja, am besten fragen Sie wohl bei den Patrouillen und den Kommunikationsoffizieren nach. Seien Sie aber nicht betrübt, falls nicht alles passt. Unterschiedliche Menschen sehen unterschiedliche Dinge. Manchmal geht die Bedeutung in Nebensächlichkeiten eines Gesprächs unter. Ja, was anderes. Schießen Sie los. Ich weiß, dass Sie die Aufklärungsdaten manipulieren. Moment mal. Für diese Unterhaltung sollten wir uns einen privateren Ort suchen. Keine Angst. Dieser alte Hund beißt nicht mehr allzu fest zu. Aha. Der Hund, schön hier gehoben reden und sowas. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt, wie passend er sich doch letztlich ausgedrückt hat. Ja. Und dann hier der Manipulator sein. Heftig. Hätte ich dem fast nicht zugetraut. Der hat einen coolen Funkgerät hängen. Aber dafür haben wir eine coole Powerrüstung. Wo ist denn dein Büro? Meine Güte. Schöne Etage noch wechseln. Sieht schon cool aus, oder? Guten Abend. Guten Abend. The Legion waits at the gates of hell. And the new California Republic is gonna send them in. Hey. Ja. Gern kämpfe ich an ihrer Seite. Das will ich auch meinen. Obwohl wir hier die Bruderschaftsrüstung anhaben. Chief Hanlon, schließe mal die Tür. So. Aufklärungsdaten anpassen und sortieren, das mache ich. Das ist die Aufgabe der Ranger.